Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße sehr den Entwurf der SPD und bedanke mich dafür ganz herzlich für diesen Gesetzentwurf, dessen Anliegen wir auch uneingeschränkt unterstützen. Und das unterstütze ich gern als Abgeordnete der LINKEN, wie auch als Ortsvorsitzende des VdK. Sie haben ja schon erwähnt, der VdK Hessen-Thüringen hat damals 2019 diese umfassende Petition zur hessischen Bauordnung ins Leben gerufen und hat dazu 25.000 Unterschriften zusammengetragen. Spannend ist auch, dass auf Open Petition auch zwei grüne Landtagsabgeordnete diese Petition des VdK damals unterstützt haben. Frau Eisenhardt, Frau Ministerin Hinz, wir werden dann gerne das an Ihrem Abstimmungsverhalten nach der zweiten Lesung überprüfen, inwiefern Sie Ihre Meinung geändert haben. Aber ich befürchte, es sind nicht die Einzigen. Wir haben ja gerade einen Vortrag erhalten. Wo ist er denn? Von dem Abgeordneten der NOAFD, Dimitri Schulz. Ich habe mal gerade nachgeguckt und habe festgestellt, auch der Herr Schulz hat dieses Anliegen der Petition mit unterstützt und hat zusammen mit Herrn Richter im Übrigen und Herrn Enners diese Petition als für gut befunden. Anscheinend weiß diese Partei nicht, was sie will, und ändert auch täglich ihre Meinung. Meine Fraktion hat ja auch schon die aktuell gültige Fassung der hessischen Bauordnung 2018 bei der Verabschiedung als nicht konform mit der UN-Behindertenrechtskonvention kritisiert. Und das führt eben dazu, dass Frau Barth hat das ausgeführt, ich kann mich da kurz fassen, 2/3 des aktuell stattfindenden Wohnungsneubaus ist überhaupt nicht barrierefrei. Und auch Sie haben das ja mit den 6 Stockwerken, glaube ich, noch einmal gut erklärt, so gerade, dass der ländliche Raum besonders leer ausgeht. Und ich wurde auch schon erwähnt, aber ich sage es noch einmal, das hat ja der VdK noch einmal ganz besonders in den Mittelpunkt der Beratungen gestellt. Wenn man gleich barrierefrei baut oder barrierearm baut, wird das Ganze kostengünstiger, als wenn man das nachträglich macht. Und man muss es ja irgendwann einmal machen. An irgendeinem Punkt ist in vielen Familien notwendig, dass eine Barrierefreiheit oder Armut hergestellt wird. Und dann sind die Kosten hoch. Dann gibt es zwar ein bisschen was an staatlichen Zuschüssen, aber das reicht meistens hinten und vorne nicht. Deswegen gleich machen ist besser. Und hier mit diesem Gesetzentwurf helfen Sie doch den Bauherren und den Mieterinnen dann letztendlich auch, eine gute Wohnung zu haben, in der die Menschen auch so lange leben können, wie sie möchten. Und ich glaube, das ist doch das entscheidende Kriterium für uns. Viele, viele Menschen wollen möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung, in ihrem eigenen Haus, in ihrer Umgebung wohnen bleiben und wollen nicht umziehen, wenn im Alter, wollen nicht in eine andere Umgebung ziehen. Und hier diese Maßnahme würde es den Menschen helfen, dort auch wohnen zu bleiben. Und Barrierefreiheit dient ja auch allen Menschen. Also wenn man mal nicht so gut zu Fuß ist oder junge Familien, Kinderwagen, aber auch wenn man sein teures Fahrrad mal in die Wohnung schieben will. Also das ist eigentlich ein Standard, der überall heute notwendig ist und deswegen ist es dringend erforderlich. Ja, wir haben jetzt so viele positive Meldungen dazu, so viele positive Gründe dafür, warum das eigentlich notwendig und sinnvoll ist. Was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Ich vermute einmal, und das befürchte ich wirklich, dass das die Interessen der privaten Baulobby sind, die ja jede Reglementierung, und sei sie noch so sinnvoll, wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Und der verlängerte Arm im Parlament sind ja bekanntlich CDU und FDP, wie ja nicht zuletzt die Klage gegen den Berliner Mietendeckel gezeigt hat, nachdem große Wohnungsbau- und Baukonzerne beiden Parteien Millionenspenden haben zukommen lassen. So etwas kommt eben von so etwas.
Sorgen Sie doch eher dafür, dass in mehr Kommunen tatkräftige öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften vorhanden sind. Dann sind auch die kommunalen und öffentlichen Einflüsse auf den Wohnungsbau größer. Dann brauchen Sie diese Heuschrecken auch nicht mehr. Also, ich bin gespannt, liebe GRÜNE, bei anderen bin ich auch gespannt, wie Sie sich verhalten zu diesem Gesetzentwurf und ob Sie jetzt der Vasallentreue in Ihrer Vasallentreue der CDU folgen oder ob Sie dafür sorgen, dass Barrierefreiheit gerade im ländlichen Raum möglich wird. Ich bedanke mich.